Willkommen zurück zu unserem zweiten Teil unseres Season-Podcasts zur Summer Season 2017. Wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen, nämlich ist jetzt auch der liebe Xorgon dabei. Guten Tag. So, ich bin seit 3-4 Jahren auf Proxa, gucke Animes allerdings schon seit mehreren Jahren, schon seit 7-8. Ja, und ich bin später dazu gekommen. Hallo. Genau, ansonsten ist es immer noch die alte Besetzung und ja, ohne viele Vorrede würde ich dann auch sagen, machen wir doch einfach mit unserem nächsten Titel weiter. Ja, und unser nächster Titel, das ist Netsuzo Trap. Auf den ersten Blick ein recht einfacher School Romance Anime, wie wir ihn schon häufiger gesehen haben. Doch geht es in Netsuzo Trap nicht nur um die Beziehung zwischen unserer Protagonistin und ihrem Freund, den sie gerade erst gewonnen hat, sondern auch mit ihrer Kindheitsfreundin, die doch etwas aufdringlicher erscheint, als sie eigentlich sein dürfte. So tauchen wir in das Thema Fremdgehen ein und wie sich das Ganze auch verhält, wenn das mit einer Frau passiert. Also, was war euer erster Eindruck so dazu? Ich würde sagen, ich neu bin, fange ich an. Ich muss sagen, ich habe ihn gesehen und fand es mal was Neues, dass eine Beziehung von Jungen und Mädchen fremd geht mit einem anderen Mädchen, also das Mädchen mit einem anderen Mädchen. Ist sowas, was ich bis jetzt noch nicht gehört habe. Ich habe auch in Kommentaren gelesen, hat einer gesagt, dass das direkt vom Manga kopiert wurde, also der Ami geht direkt nach dem Manga. Fand ich ganz gut. Story ist nicht so, wie ich sie mir erhofft habe. Sie ist eher plump. Wir sind in der Karaoke-Bar da und dann gehen sie auf die Toilette und später noch wohnen sie direkt nebeneinander. Ein bisschen klischeehaft, dass sie direkt nebeneinander wohnen, aber ansonsten sehr sehenswürdig, finde ich. Ja, was sagen denn die anderen dazu? Also da ich jetzt noch keine Folge davon geschaut habe, zunächst halt erstmal die Frage, weit sind denn die Charaktere innerhalb ihrer Beziehung schon miteinander gegangen? Also sind Charaktere schon alt genug und so weit genug in der Beziehung, dass sie sogar auch schon Text miteinander haben? Oder haben sie sich in Anführungsstrichen nur geküsst? Oder ist es noch so komplett ausgelutscht und nervtötend, dass es das Händchenhalten schon peinlich für sie ist? Also, ich kann dir. Also, willst du erzählen oder soll ich? Dann erzähle ich. Also, sie reden über das Thema durchaus. Aber es wird eher in den Hintergrund gestellt in der ersten Folge. In der ersten Folge küssen sie sich und aber auch schon leidenschaftlicher. Aber ich weiß nicht, was da noch kommt. So wie es aussieht, wird es passieren, dass sie in der 12. Folge dennoch dazu kommen. Bestimmt. Es ist also nicht dieses Händchenhalten peinlich sein. Das ist schon mal gut. Das hasse ich nämlich bis aufs Blut. Ja, hat da noch jemand eine Meinung zu der Eröffnung des Animes? Also, ich finde es ein bisschen schade, dass es nur so etwa 12 Minuten pro Folge gibt oder so. Ach, ist das so? Ja. Und ja, ich habe auch mal kurz den Manga gelesen und es ist wirklich recht gut adaptiert vom Manga. Und ich finde es auch schön, dass es wieder mal eine Yuri-Anime gibt. Und sonst, das könnte noch sehr interessant werden mit den Beziehungen untereinander. Solche Dreiecksbeziehungen sehe ich halt sehr, sehr häufig als Nebenhandlung in irgendwelchen Romans oder Harem-Animes. Ich muss sagen, dass die Dreiecksbeziehung gar nicht in den Vordergrund kommt. Also es ist nicht wirklich eine Dreiecksbeziehung. Redet nicht, also die Beziehung geht nicht um sie und den Jungen. Machen fast kaum was miteinander. Er ist nur im Bild, kann man sagen. Ich muss auch sagen, dass die andere von, die hat auch einen Freund, wird von ihrem Freund unterdrückt und wahrscheinlich auch gewalttätig dazu gehandelt, dass sie zusammen sind. Da war nämlich eine Szene, wo der sie gezwungen hat, sie zu küssen. Und wo man auch deutlich ihre Abneigung erkannt hat. Genau. Ja. Also, ich glaube ja nicht, dass das so ist, wie Xorgon gerade erwähnt hat. Da gibt's ja diesen einen Freund, der da etwas gewalttätiger erscheint. Aber der scheint nicht sie dazu zu zwingen, mit ihrer Freundin rumzumachen, sondern der scheint davon selbst etwas überrascht. Ich meine nicht, dass er sie zwingt, mit ihr rumzumachen, sondern dass er sie zwingt, überhaupt in dieser Beziehung mit dem Jungen zu sein. Ach so, ja, das durchaus. Ja, das könnte man durchaus vermuten.
Was mich sofort bei dem Anime ins Gedächtnis gerufen kam, war Kusuno Honkai. Der ist noch relativ frisch und auch dort waren Yuri-Elemente vertreten. Und das war das, was mir sofort eingefallen ist. Ich habe bis jetzt noch nicht so viele Yuri- oder Shoujo-Ai-Anime gesehen. Das mit Fremdgehen finde ich auch, muss man gucken, ob man das gut findet, ob das interessant für einen ist. Bis jetzt, wie schon gesagt wurde, ist die Story ein bisschen einfach gehalten. Jedoch kann ich mich gerne überraschen lassen von Romance-lastigen Momenten oder Überraschungen. Also wir haben hier quasi zwei Pärchen, wo jeweils das Mädchen in der Beziehung unzufrieden ist. Die eine scheint also offensichtlich nicht arg an ihrem Freund zu hängen, wenn der jetzt wirklich, wie eben gesagt wurde, einfach nur im Hintergrund ist, wenn er einfach nur da ist. Und die andere wird sogar gezwungen und deswegen finden die eher zueinander. Und man sieht hier das Potenzial, dass da eine Liebe zwischen den beiden Mädels entsteht. Das mit dem Mädchen, das ihren Freund hat und der nur im Hintergrund ist, möchte schon was mit ihm machen, so ist es nicht. Aber er wird halt nicht gezeigt, kaum. Das ist schon... Ja, bitte? Ja, er ist im Prinzip nur dazu da, um dieses Fremdgehen Wahrheit werden zu lassen. Also der macht für mich von der Erklärung her einen Eindruck von einem Statisten. Ja gut, ich muss dazu sagen, My Anime listet den zum Beispiel auch als Supporting Character, während die beiden Damen doch als Protagonisten gelistet werden. Und da ist halt immer die Frage, wie richtig ist das? Aber eigentlich wollte ich jetzt mal zu einer anderen Sache kommen. Diese Folgenlänge von 10 Minuten, das ist ja eher zahm und ungewöhnlich. Meint ihr, das war jetzt eine gute Entscheidung oder leidet der Anime da eher drunter? Also das mit dem Manga, es ist ja, wie schon gesagt, ist ja vom Manga übernommen worden. Und ich schätze... Sie machen, es ist die erste Manga, weil der erste Manga-Band ging so lange wie die erste Folge, also alles, was im ersten Folge kam. Das heißt, würde der erste Manga-Band länger gehen, hätte man auch längere Folgen, aber wenn der Band 24 Bände hat, dann kann das auch 24 Folgen gehen und deswegen auch ein ganz normaler 12-Folger sein mit jeweils 20 Minuten. Ist für mich aber eigentlich kein guter Anhaltspunkt, das kann ich sagen, ohne was von dem Anime gesehen zu haben, weil ein Manga kann im Tempo halt, je nachdem wie der Leser selber, ob der schnell oder langsam liest, kann total variieren, aber das den Anime direkt an den Manga anzupassen von der Länge und dem Inhalt, das halte ich für keine gute Idee, weil dann kommt einem, es kommt einem immer sehr viel kürzer vor, als es sich als Manga liest. Ich glaube, den Manga läuft sogar noch. Ich finde, dass die Länge einer Folge damit zusammenhängt, wie der Anime diese Länge nutzt. 10 Minuten oder wie lange Netsu so Trap jetzt ist. Ich finde, der Anime profitiert nicht von dieser Länge. Ich denke, bei einem Anime, der so eine Art von Story hat, wenn es überhaupt eine Story gibt, in so einem großen Maß, dann reicht 10 Minuten, finde ich, nicht aus, um genügend Charakter zu zeigen und diesen auch aufbauen. Ich finde, 10 Minuten ist ein bisschen zu kurz. Solche Anime-Shots sind dann doch hilfreicher für Comedy-Anime oder welche, die episodisch sind. Ja gut, dann hätte ich eigentlich nur noch eine letzte Frage. Also es wird ja diese Dreiecksbeziehung aufgebaut. Und da wollte ich jetzt noch wissen, wie denkt ihr, dass sich das mit Hotaru und Yuma entwickeln wird? Wird sie da eher zu ihrer Freundin geneigt sein oder wird sie da eher mit Takeda zusammenkommen? Was ist da eure Spekulation? Also ich denke, dass sie auf jeden Fall mit ihrer Freundin zugeneigt wird. Ich glaube, das hängt... ein bisschen zusammen, dass dann ihr das in ihrem Kopf dann so sagt, ich mache diese Sachen jetzt mit dir und auch noch als Erste immer, dass dann der Körper so halt reagiert, wie er halt reagiert und dass dann mehr als nur Freundschaft daraus entsteht. Ob jetzt
ob das jetzt ob der dafür ist, ob der es macht oder nicht, ist halt ihr nicht überlassen. Also da man von so eine, oder nicht. Da ich von so einer Art Anime jetzt nicht die größten Überraschungen erwarte, rechne ich mal fest mit dem Verlauf, dass die beiden Mädels dann irgendwie zusammenkommen oder dass sie vielleicht auch nur Freundinnen bleiben, aber in ihren Beziehungen Schluss machen. Also ich schätze, was anderes würde mich schon überraschen. Ich schätze, dass dieses eine Mädchen, was von eindeutig in die Beziehung gezwungen wurde, definitiv versuchen wird, die Beziehung mit dem Typen zu beenden und dann zu ihr zu kommen. Ob sie das möchte, ist noch unklar, finde ich. Also, ich habe ja den Manga gelesen, darum sage ich lieber nichts. Sehr nett von dir. Okay, ich würde dann einfach mal weitermachen mit Shokoku no Altair. Falls ihr noch nicht wisst, worum es geht um Mahmud Pascha, einen Jungen, der dem Land Türkei angehört, was, sage ich mal so, sehr leicht an die Türkei im Mittelalter, frühe Neuzeit angelehnt ist. Als ein junger militärischer Führer seines Landes versucht er halt eben aufkommende Kriege zu verhindern und kleiner Spoiler, es klappt nicht. Ich muss allerdings sagen, so nachdem ich jetzt die ersten zwei Folgen gesehen habe, dass ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht hätte. Also dass ich mir doch durchaus gewünscht hätte, dass es vielleicht ein bisschen düsterer ist, als es eben der Fall ist. Was meint ihr dazu? Sagen, ich finde, er erinnert mich sehr stark an Aslan Senki, falls den jemand kennt. Ja. War das nämlich genauso, auch dieses wüstentürkische Setting, finde ich, doch sehr stark dran erinnernd. Also auch von dem Herrscher, der da seinen alten Knacker hat, der da was macht und mit ihm da trainiert. Muss ich sagen, dass mich das erinnert und ich mochte Aslan Senki und deswegen würde ich mir den auch angucken. Hoffe, dass er genauso gut wird. Und ich muss sagen, er ist durchaus ziemlich brutal. Und der ist so ein... Der Hauptcharakter hat mich ein bisschen an Medivh erinnert. Wem das was sagt, das ist ein Raben-Fan aus Warcraft, World of Warcraft. Er hatte ja seine Eulenradler, Adler waren es, glaube ich. Damit hat er ja gekämpft. Er hat abgelenkt und dann war es auf sie geworfen. Und dann kommen die Adler und greifen die Gegner an. Zerfleischen die Gegner dann doch wohl recht stark. Das Problem, was ich finde, was solche Fantasy-Adventure-Animes immer wieder haben, ist, sich halt von der Masse abzuheben, weil du, normalerweise ist, wenn ich mir anschaue, was für Animes kommen gerade in einer Season, oder lande ich auf so einem Fantasy-Anime, denke ich mir jedes Mal wieder, ja, schon tausendmal gesehen, tausendmal gelesen. Ich finde da nur sehr, sehr selten irgendwas, womit die sich von der Masse abheben und womit sie wirklich Interesse wecken können. Weil ich sehe auch hier wenig Potenzial, dass es eben nicht irgendwas wird, was ich schon mindestens 100 Mal gesehen habe. Mir hat bis jetzt der Anime gut gefallen, denn ich finde, er hat recht viel Potenzial. Vor allem so politisch und vielleicht auch ein bisschen psychologisch. Ja, aber bis jetzt auch nur die erste Folge gesehen, darum kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ja, ich fand, man hat jetzt in der ersten Folge schon so ein bisschen gesehen, dass unser Protagonist eben ein sehr pazifistisch eben veranlagt ist. Und ich stelle mir bei sowas immer so die Frage, wird sich das dann noch ändern oder bleibt der, sage ich mal, seiner Überzeugung treu? Das ist, finde ich, immer so ein spannender Punkt bei solchen Animes, wo... Also, dem Punkt kann ich nur was sagen. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, aber bei Aslan Senki war es so, dass der Hauptcharakter durchaus gekämpft hat und auch die Gegner getötet hat mit dem Krieg. Und er hat ja jetzt versucht Frieden zu stiften. Aber wie schon gesagt, war er doch sehr brutal bei der Vorgehensweise, als ihn zum Beispiel der Bandit da überfallen hat. Da hat er doch wohl keine Rücksicht darauf genommen, ob es dem Typen danach noch gut geht, was ich dann nicht so pazifistisch handle. Also er möchte keinen Krieg, trotzdem neigt er dazu, Gewalt zu verwenden, wenn nicht auch sehr viel. Deswegen schätze ich, dass er schon was ausatmen kann. Also ich finde, also für mich hat Shokoku no Altair auch sofort mich an Aslan Senki erinnert. Ich mochte auch Aslan Senki, fand ich eine sehr gute Serie. Bei
diesem hier. Ich bin eher zwiegespalten, ob der dieser tollen Story von Aslan Senki irgendwas entgegenstellen kann. Er scheint Potenzial zu haben, aber in den bisher 2 Folgen, die ich gesehen habe, hat er noch nicht so viel gezeigt, dass es mich aus den Schuhen hauen würde. Der Anime hat 24 Folgen, daher kann es sein, dass da noch was durchaus ziemlich Brutales und Plötzliches passiert, das auch von Mammut sich drastisch ändern kann. Daher bin ich für sowas offen. Ansonsten bleibt der wohl für mich einfach nur ein okayer Anime. Ich hätte eine Frage zu der 2. Folge, die ich nicht gesehen habe. Da war ja so, bei Aslan Senki war es ja so, dass die Hauptcharaktere sehr, sehr OP waren. Also die haben da alleine wohl mal sehr große Gegnermassen einfach mal Flächenfähigkeiten weggemetzelt. Ich habe jetzt in der ersten Folge nicht bemerkt, dass sie da große Kämpfe gehabt haben, so ein Krieg. War es denn in der 2. Folge so, dass die Hauptcharaktere denn groß flächendeckige Angriffe hatten? Sind die Hauptcharaktere viel zu stark oder sind sie ganz normale Menschen? Nein. Wir sind ganz normale Menschen. Das Einzige, was man in Folge sieht, sind gute Schwertkämpfe. Aber das war's dann auch schon. Ich glaube, der Anime zielt doch primär auf die politische Ebene ab. Und diplomatische. Ja, möchte dann dazu noch jemand aber ein Wort verlieren? Ansonsten würde ich weiter gehen. Jetzt. Du? Ja, dann kommen wir doch vom brutalen Krieg, also vom tatsächlich brutalen Krieg in der Politik und im echten Leben, zu dem Krieg der Liebe. Und das ist nämlich Koito Uso, welches in einer Moderne spielt, in der die Liebe sozusagen vorgeschrieben wird, weil die Regierung schon seit etwa 40 Jahren festlegt, wer wen zu heiraten hat. Das Ganze sollte dazu dienen, um die Geburtenrate zu stabilisieren, welche dort doch sehr stagniert ist. Und ein interessanter Nebeneffekt davon war auch, dass der Intelligenzquotient standardmäßig bei den Leuten gestiegen ist, wegen dieser genetischen Kompatibilität. Natürlich hat die Regierung auch vorgeschrieben, dass sich dann halt niemand rausreden kann und jeder bekommt mit 16 bereits seine Notiz, wen er zu heiraten hat. Was natürlich schrecklich ist für gerade pubertierende Jungen und Mädchen gleichermaßen, welche sich gerade verlieben und dann plötzlich vorgeschrieben bekommen, wen sie zu lieben haben. Also da wäre jetzt die erste Frage, was haltet ihr denn von diesem Setting? Also, ich muss sagen, solche Settings sind ja die gefallen mir am wenigsten. Weißt du, wenn da diese Menschenrechtsverletzungen in Animes, klar, es sind Animes, da kann man mal mehr was machen, aber es ist trotzdem noch sehr verletzend für, wenn es denn Menschenrechte in Japan geben würde, würde es denn das auch so sein? Ich finde, vorgeschrieben, wen man heiratet, damit die Geburtenrate höher, besser ist, finde ich persönlich totaler Quatsch. Ja, das Setting ist Mist, finde ich. Ja, sowas kann ich gar nicht sehen. Ich glaube aber auch nicht, dass das Setting und der Plotinhalt allzu ernst genommen werden soll. Ja, da bin ich mir bei manchen nicht so sicher. Erinnert mich gerade an einen. Vielleicht kennt ihn einer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Es ging darum, dass halt sexistische Inhalte in ganz Japan verboten wurden. Ach ja, von Namen kenne ich's. Shimoneta. Genau, ja, Shimoneta. Ich meine, den fand ich, es sollte ja auf Comedy basieren, schätze ich. Aber dieses ist das, ja. Setting ist genauso lächerlich wie das Setting jetzt mit der Heiratspflicht. Ja gut, wir begleiten hier in diesem sehr ungewöhnlichen Setting, wo du gerade schon gesagt hast, das ist eine Menschenrechtsverletzung eigentlich, ja unseren Protagonisten, der gerade kurz davor ist, 16 zu werden und sich natürlich Gedanken darüber macht, wen er später heiraten wird. Und natürlich auch sich denkt, ich habe mich in diese eine Frau verliebt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie er dieses Problem jetzt lösen soll. Ne? Also ich fand das da ganz interessant, wie er da am Anfang reagiert hat und sich gedacht hat, ich gestehe ihr jetzt meine Liebe, egal was ist, noch bevor ich meine Nachricht bekomme, wen ich heiraten soll. Was haltet ihr davon? Würdet ihr das so ähnlich machen oder? Ja, dann nehme ich wieder das erste Wort. Nee. Gut, bitte. Hör zu, nimm es. Nein. Keiner will es haben. Ja, gut, dann muss ja sagen, die erste Folge war ja durchaus
sehr, sehr simpel. Was, also ich muss sagen, in der ersten Folge war alles, was in der Beschreibung stand, gefühlt. Also er war in seiner Klasse und hat da mit seinen Klassenkameraden da hat geschworen, dass sie nicht diese Heirat da machen werden oder so. Und am Ende hat er dann auch sie getroffen, in die er schon immer verliebt war. Und die hatten auch damals eine Vergangenheit. Und dann treffen die sich und gestehen sich gegenseitig die Liebe. Und dann kommt der Plot, dass sie natürlich nicht diejenige ist, die er heiraten soll. Was nicht so der spannendste Plot war. Ja, ist halt genau das, was in der Beschreibung beschrieben wurde. Ich hätte da mehr erwartet. Etwas spannender. Das klingt halt so vorhersehbar und so standardmäßig alles. Genau. Ich finde, dass die Regierung da einen ziemlich großen Teil da beimischt. Einer Szene, kurz bevor dem Protagonisten ja gesagt wird, wen er heiraten soll, bekommt er eine E-Mail auf seinem Handy, und die Art, wie er diese E-Mail bekommt, hat mich schon ziemlich ins Grübeln gebracht. Schon sogar in die Richtung, ob es etwas Übernatürliches gibt. Aber ich denke, dass da einfach nur die Regierung da ihre Finger im Spiel hat. Denn die ganze Szene, die sich dann da abspielt, ist meiner Meinung nach überhaupt ziemlich merkwürdig und passt nicht ganz. Es ist viel zu plötzlich und viel zu passend. Daher denke ich, dass da durchaus passieren können. Vielleicht in diesem Anime, sondern in dem Manga. Denn ich bin mir schon ziemlich sicher, dass der Anime nicht zu Ende gehen wird, sondern ein offenes Ende haben wird. Aber ich denke, dass dann die Regierung da mit unsauberen Mitteln spielt bei Fall. Ja, also du sprichst da wirklich einen interessanten Punkt an, weil ich fand das ja auch etwas ungewöhnlich, dass er erstmal diese E-Mail auf das Handy erhält, dann aus irgendeinem unerfindlichen Grund plötzlich diese beiden Regierungsvertreter mitten in der Nacht, also wirklich Mitternacht, nichts Besseres zu tun haben, als ihn aufzusuchen, um ihm den Brief zu überreichen. Also, und er hatte sich ja auch praktisch versteckt, er war ja nicht mal zu Hause, ne? Also. Ja, es war schon ziemlich zeitgleich. Was schon ein bisschen komisch ist. So als wollten sie ihn kriegen, bevor er die E-Mail bekommt. Also habt ihr die Vermutung, dass da was von Überwachung ist? Nun, als allererstes hatte ich den Gedanken, dass diese E-Mail, die er bekommen hat, zeigt, mit wem er wirklich dann eine glückliche Zukunft haben wird, weil er ihr die Liebe gestanden hat. Hätte er es nicht getan, hätte er eben sie nicht eben nicht geheiratet in der Zukunft, und es wäre ganz anders abgelaufen. Da er es aber gesagt hat, was die Regierung halt nicht sich einfach nicht gedacht hat, dass das passieren könnte, weil ja die Regierung gesagt hat, dass Liebe zwischen anderen außer dem Heiratspartner untersagt ist, dass da irgendwie vielleicht die Zukunft da sich geändert hat und dann die Regierung da zu ändern. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt denke ich dann doch nicht, natürliches oder zeitmäßiges vonstatten geht. Gut, ich würde jetzt das einfach mal so in dem Raum stehen lassen oder vielleicht noch so ein bisschen die Frage stellen wollen. Werdet ihr den Anime weiterschauen oder? Auf jeden Fall. Eher nicht. Auf jeden Fall ist einer meiner Favoriten bisher. Mir hat die erste Folge sehr gefallen. Für mich ist das wahrscheinlich eher nichts. Ich werde ihn, glaube ich, weiterschauen. Mir hat er auch recht gut gefallen. Ich werde ihn nicht weiterschauen. Vielleicht die zweite Folge, und wenn sich's da nicht bessert, dann gar nicht. Ah, 50-50. I see. Gut, machen wir weiter mit Tsuretsure's Children. Dabei handelt es sich um einen Kurzanime, passend zu dem ewigen Thema, wo sich Schüler gegenseitig ihre Liebe gestehen. Und das Ganze ist, sag ich mal, recht erfrischend gehalten. Die Episoden sind eigentlich sehr simpel gestaltet. Man hat irgendwie in den ersten zwei Episoden irgendwie jetzt, keine Ahnung, 5 oder 6 Pärchen gehabt. Und ja, man lässt sich so bei jedem was einfallen, man hat so mehrere Stereotypen, und ich muss sagen, ich fand's ganz witzig. Wie steht's mit euch? Scheinbar bin ich wieder der Esse. Also nicht schlimm.
Denn ich muss sagen, diese, ich glaube, es waren 4 Geschichten, oder nicht? 4 Geschichten von 4 verschiedenen Pärchen. Sagen, die waren unterschiedlich, die Vielfalt, die sie diese Geschichten hatte. Es war eine Kurzgeschichte, also ein Kurzanime, der verschiedene Kurzgeschichten erzählt. Ich muss sagen, den fand ich sehr schön. Ja, es war niedlich gezeichnet, war auch ganz witzig manchmal. Auch die verschiedenen Pärchen, es gab ja auch einmal die ganz freundliche und dann gab es ja auch noch eine, die der im Hinterhof geraucht hat und er die rebellische war. Fand ich wohl ganz witzig. Ja, also ich fand die erste Folge einfach an einigen Stellen urkomisch. Vor allem mit der zweiten und mit dem zweiten und dritten Pärchen. Was mir auch sehr gefallen hat, war, dass in dem zweiten Pärchen die Stimme der der Frau, also des Mädchens von Hanesawa Kana gesprochen wird, einer durchaus bekannten und sehr gefragten Synchronsprecherin, die auch in der Community durchaus bekannt ist, wie unter anderem durch die Monogatari-Reihe, als nur ein Beispiel von vielen. Der Anime hat auch allein schon in der ersten Folge ziemlich viel die Runde gemacht in Foren, Facebook, überall eigentlich, auch auf YouTube. Primär mit der mit dem dritten Pärchen, welches eindeutig auf Comedy ausgelegt war. Auch schon in der zweiten Folge fand ich, dass man es einfach absolut zuckersüß war, wie die Pärchen da sich so verhalten und wie das dort mit der jungen Liebe ist. Ich als Romance-Fan, ich schmelze da einfach hin. Also das kann man schon nicht abstreiten, dass der Anime jeder dieser kurzen Sketches eigentlich an sich schon irgendwo was hatte, weil die Charaktere schon recht süß gestaltet wurden und diese Mini-Plots waren zumindest einige davon. Die hatten schon was, das kann man nicht absprechen. Das Problem, was ich persönlich damit habe, ist, wenn ich das mit anderen richtigen Romance-Animes vergleiche, also wenn ich sage richtig, dann meine ich volle Länge oder auch mal 24 Episoden statt so der stereotypischen 12-13. Das Problem mit solchen ist einfach, dass man überhaupt keine Bindung zu den Charakteren aufbauen kann innerhalb von 3-4 Minuten. Weil es hat Romance-Animes gegeben, die haben mir das Herz zerrissen am Ende, weil ich mit den Charakteren so mitgelitten habe, weil ich die über 20 Folgen hinweg zu lieben gelernt habe und sie dann in den letzten 4 Folgen sich selber eigentlich am meisten noch im Weg stehen, bis in der allerletzten Folge endlich mal das erlösende Finish kommt. Und da hast du einfach hier 2, 3, 4 Minuten, wo die Charaktere einfach sagen, ja, ich mag dich, ich liebe dich, ohne die Figuren so richtig zu kennen. Und für mich nimmt das gerade beim Romance-Genre unglaublich viel weg. Ja, da muss ich zu sagen, ich glaube, dass der Anime eher auf Comedy und dieses Niedliche basieren soll, als auf wirklich, wirklich komplettes Romance, so wie du das gerade gesagt hast, mit in den Charakter einfühlen. Ja, das ist gut möglich, aber wenn es nur auf Comedy basiert, dann fände ich das schon, also wenn es nur auf Comedy abzielen soll, dann fände ich das ein bisschen sinnlos, warum man dann nur so kleine Romance-Sketches benutzt. Warum ist jeder Sketch dann plötzlich einer, in der sich zwei Charaktere ihre Liebe gestehen? Ja, also ich glaube, dass der Anime auf einem relativ kurzen Manga basiert, wo auch die ganzen Stories nicht gerade lang sind und daher die Länge der Episoden auch in einer gewissen Weise der Länge der Manga-Seiten entspricht. Außerdem meine ich, dass ich glaube 4 Pärchen im Vordergrund stehen und dass sich überhaupt alle Pärchen in dem Anime innerhalb der, ich glaube, 12 Folgen hin und her drehen und man, ich hoffe jedenfalls, dass man in den kommenden Folgen noch mehr Verbindungen, persönliche Verbindungen zu den Charakteren bezieht. Ich wollte noch was fragen. Es gibt ja 4 Pärchen, wie schon oft gesagt. Welches von denen, wenn ihr die denn überhaupt toll fandet, welches fandet ihr denn am besten? Das Zweite. Weite? Das Zweite.
ich auch. Das ist super. Zweite? Ja, eindeutig, ja. Sich kurz überlegen. Das zweite war doch das mit dem Mädchen mit den roten Haaren, ne? Genau. Ja, die den anderen so ein bisschen aufgezogen hat, genau. Aber und, überhaupt dieses, kein Geheimnis draus gemacht hat, dass sie ihn mag. Und dieses Mädchen wird auch von Hane Sawakana gesprochen. Ich muss zugeben, dass mir das dritte Pärchen am meisten gefallen hat. Ich fand das war sehr witzig. Ja, das hat auch prima auf Comedy. Aber ich glaube auch, dass dort auch viele schöne Romance-Momente kommen werden. Ja, weil ich fand den Typen, den Typen mit der Brille, der hat ja das eine Auge verdeckt und sein Blick war sehr, sehr stramm, kann man sagen. Ich fand das war ganz witzig. Damit kann man bestimmt witzige Sachen machen. Ich muss sagen, ich hoffe auch, dass wir noch mehr von den Charakteren, die man jetzt in den ersten zwei Folgen zu Gesicht bekommen hat, erlebt und dass man jetzt nicht so, sage ich mal, stumpf gesagt, einfach nur noch mehr Charaktere reinbringt und dann einfach immer und immer wieder irgendwie diese Situation des Liebesgeständnisses heraufbeschwört. Also ich wollte noch, ich finde, es wäre auch eine gute Idee gewesen, weil es sind ja 12 Folgen, glaube ich, und dass man dann 3 Folgen die erste Geschichte, 3 Folgen die andere Geschichte und dann immer so weiter, dass sie halt alle 3 Folgen kriegen und nicht, dass es immer Geschichte, alle 4 Geschichten hintereinander. Das finde ich immer sehr, soll ich sagen, unpassend. Du kannst dich dann halt nicht auf diese eine Geschichte einverleiben, sondern die wird ja immer gewechselt, so dass man sich nicht gut auf eine konzentrieren kann. Hast du die schon die zweite Folge gesehen? Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaub, die dann kann ich sagen, gefunden. Dass zumindest das zweite Pärchen aus der ersten Folge in der zweiten Folge auch nochmal vorkommt. Also es geht in der zweiten Folge nur um das erste Pärchen oder wie? Oder Nein. Ich glaube, in jeder Folge geht es um 4 Pärchen jeweils. Aber das zweite Pärchen aus der ersten Folge kommt in der zweiten Folge auch nochmal vor. Da kommen jetzt immer neue Pärchen. Also da waren jetzt wieder 3 neue. Genau. Weitergeht, dann würde ich sagen, finde ich ja traurig, weil die ersten 4 Pärchen, die fand ich ja wohl gut. Also wenn man damit weitergemacht hätte. Weil wenn es noch mehr Pärchen werden, dann ist es nur umso wahrscheinlicher, dass eben keine Möglichkeit geboten wird, dass man noch eine Bindung zu denen aufbauen kann. Genau. Wenn es so viele sind. Frage ist müssen halt dann, wie die verteilt werden. Ja, du sagtest ja, das zweite Pärchen ist in der zweiten Folge drin gewesen. Möglich, dass das dritte Pärchen auch in der dritten Folge wieder erscheint. Vielleicht. Immer davon auch. Warte, aber war das vierte Pärchen war doch auch in der zweiten Folge. Auch. Ach ja, stimmt, genau. Es geht dann weiter, was mit dem Mädchen passiert. Den habe ich doch noch Hoffnung, dass das vielleicht doch noch gut wird und alle Pärchen vernünftig thematisiert werden und nicht immer nur so da stehen gelassen werden. Ja, ich wünsche mir auch den Schülerratspräsidenten und die andere noch ein bisschen öfter. Die Dirigentin. Das war echt. Trotzdem, ich glaube, für Leute, die anspruchsvolle und ausgereifte Geschichten und Plots mögen, für die ist sowas generell so kurz Animes wahrscheinlich eher nichts. Ja, es ist halt was Leichtes für zwischendurch, denke ich. Ja, dann kommen wir jetzt von was Leichtem für zwischendurch zu einer der vermutlich am meisten erwarteten Produktionen dieser Season, nämlich Fate Apocrypha. Fate ist ja eine bereits sehr gut etablierte Reihe, aber Apocrypha beginnt mit der einfachen Frage, was wäre, wenn die Ereignisse in Zero und Day Night einfach nicht passiert wären? Das heißt also, wäre der vierte und der fünfte Gralkrieg nie passiert? Und hier fangen wir auch direkt an und kommen in die Ereignisse von Apocrypha hinein, wo es um den großen Gralkrieg geht, wo nicht mehr nur 7 Meister gegeneinander in einem Deathmatch antreten, sondern ein großes, also so eine Art großes Team-Deathmatch stattfindet, wo 7 Meister in einem Team sind gegen 7 Meister in einem anderen Team. Und diese müssen dann, sobald sie gewonnen haben, das im Team, natürlich auch noch gegeneinander antreten. Was natürlich zu die Frage aufwirft, wie viel vertraut man seinen eigenen Team-Membern, weil später muss man immerhin gegen die kämpfen. Also, jetzt als erstes die Frage, was waren so eure Erwartungen an Apocrypha, als ihr davon gehört habt und inwiefern wurden diese bereits erfüllt? Also, da möchte ich als erstes was sagen. Ich habe, man könnte sagen, eigentlich keine Erwartungen an Fate Apocrypha. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich ein absoluter Fate-Fan bin und dass Fate Apocrypha sowieso schon für mich auf der höchsten Stelle steht dieser Season.
Genau, da, bei mir ist es wahrscheinlich genau umgekehrt. Ich habe, also ich bin auch absoluter Fate-Fan, aber genau deshalb sind meine Erwartungen unglaublich hoch. Ich habe zwar das Fate, das, sage mal, neue Fate Stay Night, also nicht das alte ursprüngliche, das fand ich zwar auch sehr gut, aber immer noch etwas schwächer als Fate Zero. Aber Fate Apocrypha mit jetzt mit den neuen Charakteren und der neuen Handlung gefällt mir persönlich wunderbar, weil ich gerade wegen diesem neuen Aufbau Fraktion A gegen Fraktion B, aber danach werden die einstigen Verbündeten zu neuen Gegnern. Da freue ich mich unglaublich drauf, weil da könnte sogar noch, während eigentlich die beiden Fraktionen gegeneinander kämpfen, könnte untereinander schon Verrat entstehen. Und Verrat ist neben Tod das beste Mittel, um interessante und spannende Wendungen und Überraschungen einzubauen. Vor allem, wenn man so eine Serie wie Fate hat, die für sehr viel Charaktertiefe bekannt ist. Ich finde auch super, dass man so jeden Charakter auch ein bisschen beleuchtet. So, was er eigentlich will, er mit dem Gral will und so, wie bei Fate Zero, wo man auch so alle Charaktere sah. Und ja, man kann auch so nah, man kann auch seinen Lieblingscharakter auswählen. Und hoffen, dass er überlebt. Das gefällt mir auch sehr. Wobei es nicht unbedingt wahrscheinlich ist, dass der Lieblingscharakter überlebt. Weil gerade bei Fate Zero kenne ich so viele Leute, wo jedem irgendjemand anders am besten gefallen hat und der jemand anders, der einem anderen Magier und seinem Servant die Daumen gedrückt hat. Ist aber auch eigentlich eine weitere Stärke von dem damals von Fate Zero gewesen und die ich mir auch von Fate Apocrypha erhoffe, dass man eigentlich keinen richtigen Protagonisten aussuchen konnte. Weil du hast jeden ziemlich gleichermaßen gut kennengelernt, seine Geschichte, seine Ambitionen und seine Ziele. Und was Ähnliches erhoffe ich mir auch. Gut, wir haben jetzt, so viel ist ja verraten, auch wenn die erste Folge von Fate Apocrypha noch nicht bei Proxer Online ist. Wir haben mit Ruler einen Servant, der ja vom Gral selber beschworen wurde und zwischen den beiden Fraktionen agiert. Und deswegen so, ja, was, dem man die Protagonistenrolle deswegen zuschieben könnte. Aber ich erhoffe mir einfach, dass er zwar so eine Kopf, dass Ruler so eine Kopffigur des Anime, vielleicht auch von mir aus eine Maskottchenfigur oder so, darstellen wird, aber dass man wieder genug Hintergrund und Informationen zu jedem Einzelnen bekommt, dass man eigentlich gar keinen richtigen Protagonisten auswählen könnte. Weil der Umstand hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ja, mich gefällt. Ja, red du. Nein, sag du zuerst. Mir gefällt auch der neue Shiro. Jetzt ist er irgendwie ein Priester und nicht mehr der Sohn von Hiser nochmal. Ach, Der aus Fate Zero, der. Kuromin, nee, Kiritsugu. Ja, oder meinst du Kurumin? Kiritsugu. Und jetzt ist er der irgendwie der Sohn von Kurumine. Das ist jetzt anders. Das finde ich einfach auch noch recht cool. Ah, Kotomine Kirei meintest du jetzt? Ja. Nein! Das war der Priester. Ja, Ich denke Shiro aber, ist was irgendwie jetzt der meinst du Sohn bei. von Nee, Priester. Nein, nein, er meinte Emiya Kiritsugu. Also, weil Kenji hat, glaube ich, die beiden Namen gerade so ein bisschen vermischt. Und vielleicht habe ich Nee, mich nee, auch nur nee. verhört. Er Entschuldigung. meinte, er Okay, meinte, dass. wir meinen Kiritsugu. Ist okay. Weiter im Text. Ja gut, also das ist ja ein sehr markanter Unterschied, ne, ob das jetzt Kiritsugu oder Kotomine ist, ne? Ja klar, ich Und war eben Shiro nur ist ja jetzt verwirrt, weil wir die Namen so vermischt hatten. Tut mir leid. ja, das ist ja jetzt natürlich auch das Interessante, weil Shiro, der Protagonist aus Stay Night, der hat ja jetzt seinen Namen plötzlich gewechselt von dem einen zu dem anderen. Ich denke, das hat jetzt gerade zu dieser Verwirrung geführt. Aber wo wir gerade dabei sind, ich finde das auch sehr interessant, diese charakterliche Wandlung von diesem der ruhigen Jungen, der versucht überall zu helfen, zu diesem Priester, der offenbar von Kotomine aufgezogen wurde. Und das ist irgendwie etwas, was mich fasziniert bei diesem Anime. Also, was denkt ihr, was der da machen wird und welche markanten Änderungen wird der wahrscheinlich aufweisen? Also ich denke in erster Linie, ich kann mich natürlich vollkommen irren, aber ich glaube, dass Apocrypha eine andere Zeitlinie ist.
wie das ja sehr oft bei den Fate-Teilen der Fall ist. Also, dass es einfach nur eine alternative Version ist für den Fall, was wäre, wenn, beispielsweise, was wäre, wenn Shiro nicht der Sohn von Kiritsugo wäre, sondern von Kotomine. Und ich finde auch, dass bisher irgendwie die ganze Aufmache von Apocrypha keinen wirklichen Helden oder keinen wirklichen Protagonisten darstellt. Vor allem auch, weil Ruler ja vom Gral selbst geholt wurde. Laut Beschreibung sollte Apocrypha ja jetzt nicht unbedingt eine Was-wäre-wenn-Geschichte erzählen. Es fiel jetzt auch öfter das Wort Parallelwelt in sämtlichen Beschreibungen. Also könnte es auch sein, dass wir halt einen komplett umgedrehten Shiro erleben im Vergleich zu Fates Day Night. Also dass er eben genau das Gegenteil ist von diesem rechtschaffenden und hilfsbereiten Charakter, den wir die ganze Zeit gesehen haben. Dass er das vielleicht sogar so eine Art Antagonist werden könnte. Durchaus. Bei einer alternativen Welt kann alles sein. Ja, von Fate kann man sich eh immer überraschen lassen. Da gibt's eigentlich immer irgendeinen Twist. Die ganze Reihe ist einfach insane. Ja, ich meine, alles außer Fate Zero und Stay Night ist ja was eine parallele Welt. Daher, mit parallelen Welten kann man ziemlich vielen Unsinn anstellen. Alle möglichen Sachen umdrehen. Eine Sache, die ich mir halt noch abschließend noch erhoffe, ist halt, dass nämlich die größte Schwäche von Fate Stay Night ausgemerzt wird. Dass alle Master jetzt plötzlich wieder nur Highschool-Schüler gewesen sind. Und das ist gerade, wenn man Fate Zero vorher schon geschaut hatte, wo man ausschließlich erwachsene Master und Magier hatte, war es ein Riesenschritt zurück. Weil das waren, die hatten in einem kleinen Finger hatten die mehr Charisma als jeder andere der Magier in Fates Day Night in dem ganzen Körper. Weil es eben wieder nur irgendwelche Highschooler waren. Und teilweise konntest du die nach 2 Minuten komplett in eine Schublade schieben und wusstest genau, wie die ticken und was sie machen werden. Nun, ich glaube, das ist auch einfach ein Teil deswegen, um zu zeigen, wie manipulativ Highschool-Schüler sind, wie einsichtig sie denken können und wie leicht sie durchschaubar sind und dass sie auch durchaus in solche blutigen Sachen verwickelt werden können. Ja, außerdem werden sie auch von den Familien da mit einbezogen. Ja, aber ich glaube, gerade weil sie so leicht zu durchschauen sind, war es für mich eben eher ein Rückschritt. Na gut, bevor wir jetzt hier im Prinzip einen Special-Podcast zur Fate-Reihe machen. Wäre ich dabei. Ich auch. Ich glaube, da würden sich einige für aussprechen. Vielleicht machen wir das irgendwann einfach mal. Würde ich jetzt zu unserem letzten Titel kommen? Ja. Keine Einwände. Nee, keine. Bitte. Vatikan Kiseki Chosokan oder Vatican Miracle Examiner handelt von den beiden Wundernprüfern Hiraga und Robert Nicolas und diese werden vom Vatikan um die Welt geschickt, um die Echtheit von Wundern zu überprüfen. Ja, ihr erster Auftrag führt sie auch nach Südamerika, wo sie direkt nach ihrer Ankunft eine Kette von mysteriösen Ereignissen in Kraft setzen. Und das Ganze geht so ein bisschen in so eine Mystery-Richtung, hat ein bisschen Action, aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz schlau geworden, was mich da jetzt erwartet, bin ich noch nicht nach den ersten 2 Folgen. Wenn es keinem ausmacht, möchte ich da was zu sagen. Mich hat das echt überrascht. Für mich ist das der erste Anime, in dem Religion, vor allem christliche, in so einem Maße wichtig ist für die Story. Ich habe bis jetzt noch keinen solchen gesehen. Religion wird in vielen Anime nur entweder mit Gott behandelt oder als Mittel zum Zweck. Aber in so einer Art habe ich das noch nicht gesehen. Diesen Mystery- und Chemie-Faktor ziemlich interessant. Und
ziemlich überrascht, wie brutal das ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das so düster ist. Ich finde das wirklich interessant, wie dieser Kriminalaspekt und dieser Mystery-Aspekt das alles so ziemlich verworren machen, und man fragt sich die ganze Zeit, was ist denn jetzt die Wahrheit? Und ich bin echt ziemlich auf die weiteren Folgen, dass alles zusammenhängt. Ich habe halt hier auch gleich wieder die ersten Bedenken. Ich merke schon, ich bin irgendwie so langsam die Negativnase in der Gruppe. Ich frage mich in erster Linie, werden wir hier noch eine zusammenhängende Story bekommen, oder wird es eher so jede Episode ein neuer Fall zu lösen sein, so Detektiv Conan-mäßig? Und wenn es Letzteres ist, dann werde ich mir den Anime wahrscheinlich eher nicht anschauen. Also ich kann sagen, dass der erste Fall jetzt schon über 3 Folgen geht. So, okay. Ich hätte eine Frage zum ersten Fall. Ja? Im ersten Fall geht es da nicht um die Jungfrau Maria, die da die Statue, die weint? Nein, das ist einfach nur einer von vielen. Der erste Fall, was? Das ist einer von vielen Phänomenen? Ja, genau. Einer von vielen Phänomenen. Der erste Fall geht darum, dass sie losgeschickt werden, weil eine Frau angeblich ein Kind im Bauch hat, ohne überhaupt geschwängert worden zu sein. Also ja, ähnlich wie die Jungfrau Maria. Ja, schwangere Jungfrau. Genau. Und dann gehen die halt dahin, um das zu untersuchen, warum das so ist und ob das wirklich ein Wunder ist oder einfach nur irgendein Hokuspokus. Und während sie halt dort sind in dieser Kirche, wo eben das passiert ist, geschehen dort verschiedene Dinge, wie beispielsweise Mord, und dass es da um ein noch viel, viel größeres Ding geht, als nur um diese schwangere Jungfrau. Ich muss zugeben, genau. Auch wenn es mich nicht, auch wenn es nichts mit dem Anime zu tun hat, muss ich sagen, dass die Umgebung, die Gestaltung des Animes, also die Umgebung, in der die rumlaufen, muss ich sagen, hat mich irgendwie an Bloodborne erinnert. Warum auch immer. Es ist so düster, ja, wie die Stadt. Also nicht ganz so düster. Also ich finde, also zugegeben, von den blutrünstigen Kreaturen, die sich verwandelt haben, ist jetzt nichts da, aber ich finde, die Umgebung erinnert mich stark an Bloodborne. Also bis jetzt ist dann mir ziemlich düster. Wenn diese Wunder, die beiden halt versuchen aufzuklären, wenn da wirklich ein intelligenter Twist dahinter steckt und man das Ganze sehr, sehr spannend erzählen kann, dann glaube ich, steckt da enorm viel Unterhaltungspotenzial drin. Also bis wenn es wirklich sowas Düsteres ist, dann könnte es auch meinen persönlichen Geschmack sehr gut bedienen. Ich glaube, der Anime geht auch stark auf die Psyche, oder? Auch von den Hauptcharakteren aus. Mhm. Also wäre ja, auf jeden Fall. Wenn man sowas sieht, falls es da dargestellt wird, bin mir sicher, dass das bestimmt auf die Psyche geht. Ja, also man hat definitiv so einen psychological Aspekt drin. Also bin auch sehr gespannt, was da noch kommt. Das ist ja wohl ganz interessant. Den schaue ich mir mal an. Ich muss auch sagen, ich fand es relativ schön mal wieder, dass zumindest einer der Protagonisten, nämlich Hiraga, ja auch wieder jemand zu sein scheint, der sehr viel mit dem Kopf arbeitet, und daher erhoffe ich mir da schon, dass es so wieder ein bisschen mehr in die Richtung gehen wird, dass man da versucht, ja, logisch Wunder zu erklären und dann vielleicht doch im Prinzip eben auf dieses Übernatürliche stößt. Was würde euch denn besser gefallen, wenn es mehr so in die Richtung übernatürlich geht, oder wenn man am Ende, sage ich mal, die Auflösung hat, dass das dann doch alles logisch erklärbar ist? Ja, okay, mach du zuerst. Für mich logisch, weil ich selber eigentlich auch so mehr logisch denke. Und ja, ist der Anime auch vor allem, geht es auch so mehr um Übernatürliches, also dass es wirklich so ein, ist dort der Übernatürliches vorhanden, oder ist es so wie einfach in der realen Welt? Also um deine Frage zu beantworten, wenn ich antworten kann, es könnte sein, dass es dort was Übernatürliches gibt, also was wie ein Dämon oder der Teufel. Jedoch kann es auch durchaus sein, dass es einfach nur um einen kranken Typen geht, der dort Verbrechen übt und das alles unter
angeblichen Wundern versteckt oder ist einfach ein Dämon, der dem Teufel in die Schuhe schiebt. Wie es halt bei modernen Kriminalserien der Fall ist, wie beispielsweise Criminal Minds oder so etwas. Ich denke, einfach nur um Verbrecher gehen, also nichts Übernatürliches. Dazu aber muss ich noch sagen, dass das, was dieses Prinzip ist ja bei Detektiv Conan ja nicht selten gewesen, dass da eben was Übernatürliches war und, was weiß ich, ein Geist oder so. Und da wurde am Ende aufgeklärt, wie das denn entstanden ist, indem man, weiß ich, das Laken vom Geist gefunden hat. Und wenn das bei dem Anime auch so ist, ich schätze, bei dem wird das ein bisschen ernster gestellt, als einfach ein Kostüm vom Geist zu finden. Aber wenn es das ist, dann finde ich das wohl doch sehr traurig, weil im Anime hat man ja die Möglichkeit, dieses Übernatürliche doch existieren zu lassen. Deswegen ist es schon interessant, wäre, wenn da dann doch was Übernatürliches wäre. Vor allem gerade, wenn ich mir die Genres durchlese, weil es soll ja eine Mystery, Psychological und Superpower Show sein, irgendwo. Also so ist es zumindest gelistet, dann würde ich für den Fall, dass jetzt wirklich bis zum Ende hin gesagt wird, es lässt sich alles logisch erklären, es gibt überhaupt nichts Übernatürliches, würde ich mir denken, ja, nice Meme, das ist eine ganz schöne Enttäuschung. Wenn es bis zum Ende hin so banal gehalten wird, dann... Ja, wäre wirklich eine Enttäuschung, wenn das so laufen würde. Definitiv. Ist ja nicht das erste Mal, dass man sowas sehen würde. Also der typische Verlauf wäre halt, dass sie eine ganze Weile immer wieder alles logisch erklären können, aber irgendwann stoßen sie halt an ihre Grenzen und müssen kapitulieren und müssen sich eingestehen, dass es irgendwo was Übernatürliches gibt. Aber dass dieses Übernatürliche vielleicht auch für die arbeiten kann oder so. Also das wäre der typische Verlauf. Das wäre auch interessant, den ich erwarten würde. Entschuldigung. Es wäre auch interessant gewesen, wenn dieses Übernatürliche denn sichtbar ist, wenn dann zum Beispiel Dämonen auftauchen oder sonstiges. Weil ich glaube, da wurde auch in der ersten Folge irgendwie Ritual abgehalten, glaube ich. Ja. Ich meine, was gesehen zu haben mit Kulten, die da versucht haben, Dämonen zu beschwören oder sowas. Kann ich mir vorstellen, wenn das denn funktionieren würde, ja, was den Anime wesentlich interessanter machen würde, wäre das wohl, wie schon gesagt, Superpower ist ja drin, wäre schon interessant, wenn das da wäre. Macht es echt besser. Also wie gesagt, es gab Anzeichen, dass es dass dort ein Dämon umgeht. Aber ich möchte halt hier nichts in Frage stellen oder so. Ja, aber es wäre langweilig, wenn das so ein Dämon wäre, der einfach nur da ist und man beseitigt ihn, indem man, weiß ich, wie beim Geist den letzten Wunsch erfüllt und dann verschwindet der Dämon von alleine. Ja, es könnte sein, dass der durch diese Dämonenrituale kam. Ja gut. Also ich denke, gerade bei diesem Anime muss man mehr als bei allen anderen, die wir heute durchgenommen haben, muss man wirklich abwarten, in welche Richtung der sich entwickelt, um da eine Prognose geben zu können. Wird er jetzt gut oder wird es ein Reinfall? Ich glaube, das hängt einfach von den Fällen ab. Und ob die wirklich spannend sind oder einfach nur lahm und repetitiv. Wenn es nicht mal natürlich ist, dann wäre es wirklich langweilig. Das wäre schade. Zumindest eine Zeit lang kann der Anime bestimmt auch Unterhaltungswert haben, wenn sie sehr intelligente Einzelfälle machen können, wo man sich selber als Zuschauer immer wieder dabei ertappt, wie man versucht, dahinter zu kommen, ey, wie können sie das gemacht haben, was könnten die Lösung dafür sein? Weil am Anfang, denke ich mal, werden wir noch nichts Übernatürliches sehen, wenn, dann wird es da erst gegen Ende kommen. Und dass man gerade so in den ersten Folgen selber überlegt, was könnte da jetzt genau dahinter stecken und versucht auf eine Lösung zu kommen. Wow. Weil wenn man so zum Mitraten und Mitüberlegen gebracht wird, dann ist es bestimmt durchaus unterhaltsam. Wie gesagt, für eine Weile, aber mit der Zeit erwarte ich schon, dass da was Übernatürliches kommt, ansonsten wäre es für mich ein Flop. In der ersten Folge war da nicht schon was Übernatürliches. Ich könnte schwören, da war ein Baby mit drei Augen. Wie gesagt, das ist einer dieser Sachen, wo ich sagen würde, es können Anzeichen sein, könnte auch nur Halluzinationen gewesen sein. Wollte ich gerade sagen, das Halluzinationsthema, das ist ja immer das, was das dann wirklich extrem langweilig wäre, wenn sich dann am Ende herausstellt, dass es alles nur eine Illusion gewesen ist oder so. Das würde es wirklich, also man hat ja dieses Kind gesehen in der ersten Folge, und ich glaube, der Hauptcharakter hat es auch gesehen und hat es auch verstörend angeguckt. Ja. Ein Kind mit drei Augen in den Armen von, ich glaube, das war sogar die Jungfrau, Es wäre echt traurig, wenn das nur so eine Einbildung gewesen wäre. Das würde es echt kaputt machen. Habt ihr das geträumt? Ja, dann würde man hinters Licht geführt worden sein, die Spannung aufgebaut und dann klatscht alle zusammen mit so einem lächerlichen Plot.
Muss jetzt aber auch mal aus der Richtung argumentieren. Ich kann mir eigentlich echt nicht mehr vorstellen, dass heutzutage wirklich noch ein Anime produziert wird, wo man es so simpel hält, weil man sagt ja, nichts ist so endlos wie die Dummheit der Menschen oder die Naivität der Menschen, aber dass sowas heutzutage nicht mehr funktionieren kann, dessen sollte sich eigentlich jeder, der in der Anime-Produktion irgendwie was zu sagen hat, bewusst sein. Allein deswegen würde ich schon vermuten, dass wir was Übernatürliches bekommen. Naja, ich sehe sehr oft dieses Klischeehafte, was du gerade beschrieben hast, eben dieses, wo eigentlich jeder hinterherkommen müsste, wird eben doch noch produziert und wird auch eben verkauft. Das Problem ist, dass es immer noch Platz ist für solche Sachen, was ich traurig finde. Das Interessante wäre ist natürlich zu sagen, dass der Anime auf einem Roman basiert und ein Roman kann viele Aspekte haben. Man müsste jetzt diesen Roman gelesen haben, dann könnte man mehr wissen und uns sagen, wie ja. Es in die Richtung geht. Ja, gibt's den auf Deutsch? Wenn man nur Japanisch lesen kann. Oder so. Wenigstens auf Englisch? Vielleicht irgendwo im Internet auf irgendwelchen dubiosen Seiten. Ab ins Darknet. Ab ins Darknet. Das ist das Motto dieser Episode. bitte nicht, ja, okay. Danke. Bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, würde ich euch einfach nochmal die Frage stellen, auf welchen Anime dieser Season von denen, über die wir jetzt gesprochen haben oder vielleicht die wir jetzt auch noch nicht besprochen haben, freut ihr euch denn persönlich am meisten? Also, es ist keiner von denen, die wir besprochen haben. Denn, also dieser Aslan Senki Anime da, der gefällt mir wohl, den werde ich mir gucken, aber auf den meisten, die ich mich freue, wurde nicht erwähnt. Und das ist Hajimete no Gal. Ja, das ist vielleicht etwas. Aber ich finde, der ist einer der wenigen Animes, bei denen ich wirklich lache. Weil es gibt sehr wenig Animes, bei denen man wirklich lacht. Also ich zumindest. Es gibt wenige, die auch Comedy haben. Aber bei denen man wirklich nicht lachen muss, auch wenn es Comedy ist. Aber bei dem war das wirklich witzig. Ja, also für mich ist Fate Apocrypha wie immer an der Spitze, aber alles darunter. Es gibt viele Titel, die sehr interessant wirken. Was mich auch zu Tode gedacht habe, war Aho Girl. Es ist einfach so ein Comedy-Anime, der perfekt ist für Leute, die Konosuba mögen. Also wer Konosuba mag, der wird Aho Girl lieben. Es ist im Prinzip Aqua, der Anime. Oh, simpel. Ja. Ich glaube, also hat jeder ein Bild. Also für mich wird das Highlight definitiv auch sehr voraussichtlich Fate Apocrypha sein. Weil das Einzige, was ich jetzt im Vorfeld so ein bisschen enttäuschend finde über den Anime, ist halt, dass Ufotable Table ihn diesmal nicht animiert, sondern A1 Pictures. Aber A1 Pictures hat auch super Animationen und auch einen sehr, sehr ähnlichen Stil. Und sowieso Story und Charaktere haben schon immer die Optik geschlagen. Wenn es wirklich wieder Fate in der Reihenform ist, dann wird es definitiv meine Top-Anime in dieser Season. Aber auch bei Kakegurui bin ich sehr, sehr angetan und sehe ich verdammt viel Potenzial. Das ist einer meiner Lieblingsanimes des Jahres werden könnte. Viel Potenzial. Bei mir ist es auch Fate Apocrypha. Ja, weil ich auch die Fate-Serie liebe und ja, ich hoffe, kommt so an Fate Zero heran. Damals ist Fate Zero ziemlich beliebt. Na gut. Ja, dann was ist mit euch beiden? Worauf freut ihr euch am meisten? Ich habe es ja schon gesagt, bei mir wäre es wohl Kagerui. Der Anime hat mich doch sehr angelacht. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe jetzt oft Fate Apocrypha gehört, müsste ich sagen, einfach Made in Abyss. Weil der Anime, der überzeugt einfach mit seinem komischen Animationsstil und dem unterliegenden Ton von Düsternis irgendwie, was ja irgendwie total vom Animationsstil und Zeichenstil auch total überschattet wird, wenn man da nicht aufpasst. Genau wie bei Madoka Magica damals. Oder Gakkou Gurashi. Ja. Ja,
wie ihr seht, viele Anime in dieser Season. Und ja, ich würde mich jetzt einfach bei unseren Gästen, die ja sehr redselig waren, was natürlich etwas Tolles ist, ja, würde ich mich einfach bedanken, dass ihr Zeit hattet, dass ihr hier wart. Und natürlich auch euch da draußen, dass ihr so lange durchgehalten habt, zugehört habt und jetzt vielleicht, ja, ein bisschen Motivation habt, den ein oder anderen Anime zu sehen, den ihr vielleicht nicht im Blick hattet. Verratet uns doch vielleicht auch, welche Anime ihr besonders toll fandet, beziehungsweise welche Anime wir hier noch nicht genannt haben, ihr aber durchaus für einen Blick wert haltet. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, schaut nicht so viel Unsinn.